Hey Michi. Hey Enrico. Ja, willkommen bei Supergen TV. Und heute wollen wir euch ein bisschen erzählen, was wir in unseren Kursen anbieten. Genau. Und zwar unsere Kurse, die Geheimnisse der... Wie gesagt, die Geheimnisse des Brumms. Jetzt. So, wenn sich brummt, ist kaputt. Die Kurse. Genau, was passiert in unseren Kursen? Unsere Kurse sind angelegt auf 5 Monate. Ja. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass man sich dann am meisten verbessert, wenn man an einem Thema einfach mal richtig dranbleibt. Ja, wenn man regelmäßig die Chance hat, regelmäßig Wissen vermittelt zu bekommen. Prinzipiell funktioniert es so, wir haben 6 Stücke pro Semester. 6 Stücke im Stil von 6 wichtigen Gitarristen. Mhm. Das ist immer das Konzept von unseren Kursen. Und wir haben die erste Stunde, Ja. Der wird einfach das Material präsentiert, da wird erklärt, wie das Stück geht. Da unterhalten wir uns über Ear-Training, auch ein bisschen über Harmonielehre, aber hauptsächlich geht es um Spieltechnik. Wie spielt man das Stück? Mhm. Wie begleitet man das? Welche Akkorde gibt es da, Riffs? Ja. Und wie soliert man da drauf? Es geht vor allem darum, nicht in Fächern zu lernen, wie in der Schule, sondern am praktischen Beispiel Stück. Wir wollen ja Musik machen an einem Stück und daraus sich die ganzen Fächer und das ganze Wissen rauszuholen, was man braucht, um dieses Stück zu spielen und möglicherweise auch sehr viele ähnliche Stücke, weil letztlich, wenn man das eine Stück spielen kann in A, kann man das Nachbarstück vielleicht auch spielen. So wird man auch jedes Mal einfach besser, wenn man ein Stück gelernt hat, weil man tut sich leichter, das zweite Stück zu lernen und nochmal leichter, das dritte Stück zu lernen. Ja, auf jeden Fall. Weil man einfach schon viele Sachen schon hat. Ja. Also wir müssen uns ein bisschen verabschieden von der Vorstellung, dass man jetzt irgendwie in Fächern lernt, um Spaß am Instrument zu haben. Mhm. Also ich muss nicht die 5 Lagen lernen, um auf dem Blues zu solieren. Das reicht im Prinzip schon eine Lage und ich kann eine Menge Spaß damit haben. Da macht es gar keinen Sinn, sich durcheinander zu bringen mit 5 Lagen und dann letztlich daran zu scheitern, weil man glaubt, wenn man die nicht alle beherrschen würde, dann könnte man kein Blues spielen. Eigentlich ist die Basis von der ganzen Idee auch das, wir haben unsere Idole gelernt. Die haben ja auch nicht in der Universität oft Gitarre studiert, sondern haben sie das selber drauf geschafft oder von Kollegen gelernt, rausgehört. Sie sind sicher nicht hier gegangen und haben gesagt, so jetzt übe ich erstmal irgendwie 5 Lagen Pentatonik und dann... Dann darf ich erst mitmachen irgendwie. Dann, so. Genau. Deswegen ist unser Ansatz, dass wir mal nachschauen, okay, was machen unsere Idole eigentlich und daran uns orientieren, was müssen wir jetzt technisch auf der Gitarre können. Ja. Welche Sachen sind wirklich die Dinge, die total wichtig sind und welche sind vielleicht Sachen, die man vielleicht hinten anstellen kann. Weil wir wollen effektiv üben, wir wollen Sachen lernen, die einen schnell vorwärts bringen. Sachen lernen, die uns dann auch im Kontext mit einer Band gut dastehen lassen. Ja? Und dafür bieten wir auch eine ganz gute Möglichkeit. Das Spiel miteinander steht total im Vordergrund. Wenn man den zweiten Termin jetzt anschaut, wenn wir schon die Basics gelernt haben, dann treffen wir uns und 2 Schüler spielen zusammen den Titel im Duo. Ja? Zum Jam-Track zum Beispiel. Also die Gitarrenparts fehlen dann und dann spielt man eben zu dem Jam-Track halt, können in der Regel sind es Stücke, in denen 2 Gitarren durchaus Platz haben, ja, eine Rhythmusgitarre, eine Solo-Gitarre oder ein Thema oder was auch immer. Da können dann tatsächlich 2 Gitarristen spielen zum Playback und das ist schon der erste Schritt hin zu dem, was dann praktisch folgen würde, nämlich also mit einer Band zu spielen. Ganz genau. Unser Konzept besteht darin, dass wir tatsächlich eine Profi-Band haben, mit der die Schüler spielen können, damit man wirklich sieht, okay, so ist das. Ja. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, die Sachen, die uns am weitesten gebracht haben, sind die, wenn man einfach mit richtig guten Musikern spielt. Und zwar mit besseren Musikern als man selber ist am besten, weil dann lernt man tatsächlich was, kommt entscheidende Schritte vorwärts, schaut sich Dinge ab, auch von anderen Instrumenten. Das sind so Sachen, die einen, glaube ich, richtig weiterbringen, wenn man da mal in der Situation ist, mit einer richtig tollen Band zu spielen und dann sieht, viele Sachen sind vielleicht gar nicht so schwer, weil die tragen mich schon mit. Ja. Aber was sind so die Dinge, auf die ich jetzt achten muss, wo ich wirklich da sein muss? Und dann mal so ein Stück mit der Band einmal komplett durchzuspielen, das ist eigentlich immer das totale Highlight. Und die Möglichkeit haben dann die Teilnehmer? Genau. Aufgebaut ist es ja so, dass es immer 2 Stücke gibt. An jeweils 2 Terminen kommt das erste Stück dran. Dann folgen wieder 2 Termine, an dem das zweite Stück dran kommt. Und praktisch in der 5. Woche, kann man so sagen, findet dieser Termin statt mit der Band. Ganz zu Beginn hatten Teilnehmer ganz aufgeregt, haben richtig Angst vor den Profis, die da kommen und so. Letztlich haben wir festgestellt, dass das schon nach dem ersten Anspielen dann vorbei ist.
dass auch die wirklich guten Profis auch nur Menschen sind und dass sie auch wahnsinnig viel mitzuteilen haben. Mhm. Sich also einbringen und auch den Teilnehmern vom Einzelnen des Stückes bis hin zu den Cuen von verschiedenen Teilen viele hilfreiche Tipps geben, wie sie sich dann im Proberaum oder eben ganz wichtig beim Gig dann verhalten können und ihr Zusammenspiel mit der Band verbessern, die Kommunikation mit der Band verbessern können. Richtig. Und da kommt wieder das zu tragen, dass man eben von jedem Instrument was mitnehmen kann. Der Schlagzeuger erwartet bestimmte Sachen vom Gitarristen, der Bassist. Und da kann man einfach nochmal extra was dazulernen und nicht nur rein von uns, die wir ja Gitarristen sind. Und das Ganze findet statt in einem altehrwürdigen, wahnsinnigen Studio. Ja, das Mastermix in München ist eines der Städten, an denen viele, viele hunderte Hits produziert wurden. Dort gibt es einen wunderschönen großen Aufnahmeraum. Und da finden diese Sessions statt, also auch in einem Umfeld, das einem auch so ein bisschen diese Studio-Atmosphäre, diese Musiker-Sein-Atmosphäre dann auch vermittelt. Das war uns ja ganz wichtig, dass wir das ja auch unseren Teilnehmern bieten können, diese Atmosphäre. Genau, genau. 5 Termine sozusagen, erstes Stück, 2 Termine, zweites Stück, 2 Termine und dann die Live-Session. Das wiederholt sich dann wieder mit dem 3. und 4. Titel. Ja. Jeder 5 Termine und dann wiederholt sich es nochmal für die letzten beiden Titel, also dass wir insgesamt 6 haben. Dann geht es zur Generalprobe erstmal. Da werden alle Stücke nochmal durchgespielt und zwar jeder Teilnehmer spielt dann einfach 2-mal oder je nachdem. Also jeder sucht sich die Stücke aus, die er gerne spielt. Das Ganze kulminiert ja in diesem Schlussakt ein richtig öffentliches Konzert. Freier Eintritt, also da kommen die Gäste, die da vorbeikommen und da kommen die Stammgäste und da kommen natürlich Freunde, Verwandte und Fans und Groupies und dann geht's los, Abschlusskonzert. Und das ist ein toller Abschluss und dann hat man wirklich ein Ziel, auf das man hinüben kann und dann hat man wirklich 5 Monate verbracht, wo man intensiv sich mit Gitarre beschäftigt hat. Durch die Bank, das Feedback von allen Teilnehmern war so, dass wirklich alle ganz viel mitgenommen haben, egal was das Niveau betrifft. Ja, es gab Leute, die haben noch nicht viel Erfahrung mit Band gehabt, die haben vielleicht noch nie mit einer Band gespielt. Es gab Leute, die spielen schon 30 Jahre in der Band. Ein großer Vorteil unseres Konzeptes ist, dass wirklich jeder was mitnehmen kann, auf seine Art und Weise. Das war uns wichtig, die Leute da abzuholen, wo sie sind und sie reinzubringen in eine musikalische Familie, in der sie ihre Möglichkeiten entfalten können. Viele erwarten ja immer von einem Gitarrenlehrer, wenn sie Gitarrenunterricht nehmen, erwarten sie, ich brauche jetzt jemanden, der mir richtig in den Hintern tritt, damit ich da auch dranbleibe, damit ich auch übe und so. Mhm. Das Konzept hat mir immer nicht so richtig gut gefallen. Das ist ganz einfach. Stell dich auf eine Bühne vor Leuten und dann hast du wirklich genau das, was wir auch haben. Ja, ja. Weil wir üben ja auch dafür, dass wir sagen, Mensch, Samstagabend 20 Uhr, da wäre es schon richtig super, wenn ich das Stück könnte, weil sonst spiele ich da vielleicht zum letzten Mal am Samstag. Insgesamt, glaube ich, eine ganz runde Sache. Ja, in diesem Semester bieten wir einen Jazz-Standards-Kurs an für Jazz-Einsteiger, aber auch für Leute, die schon länger Jazz spielen. Wir starten am 3. Oktober und enden Ende Februar mit unserem Abschlusskonzert. Auf vielfachen Wunsch gibt es dieses Konzept auch als Wochenendpaket. Manche Leute wollen lieber geblockte Wochenend-Workshops haben, anstatt diese regelmäßigen Sessions. Ja, es ist auch die Gelegenheit für Teilnehmer, die von weiter weg kommen. Richtig. Aber im Prinzip das gleiche Konzept, außer dass das Material schon 4 Wochen vorher verschickt wird. Die Teilnehmer haben also die Gelegenheit, 4 Wochen vorher sich schon mal die Nummern anzuschauen. Und wir können auch eine kleine Skype-Konferenz machen, um mal ein paar Fragen zu erörtern, damit man nicht so ganz blank irgendwie zu diesem Wochenende kommt oder sich vielleicht Angst hat, etwas Falsches einstudiert zu haben. Also in der Skype-Konferenz kann man schon, doch haben wir festgestellt, vieles klären. Und dann geht es über das Wochenende in komprimierter Form im Prinzip, so wie in dem Semester auch. Und am Sonntagnachmittag, nachdem man also Samstagvormittag und Nachmittag und den Sonntagvormittag mit Unterricht verbracht hat und mit Ausprobieren und mit Durchspielen, ist dann der Sonntagnachmittag dann wieder das Highlight mit der Band. Genau. Ja. Vielleicht noch kurz zum Material. Es gibt zu jedem Stück ausführliches Unterrichtsmaterial. Ja, also das ist zum Beispiel jetzt für die Jazz-Standards Blues in F. Und da ist immer ein bisschen was über den jeweiligen Künstler und Gitarristen mal beschrieben, mal auch über sein Equipment, seine Vita und dann alles ausnotiert, was das Stück anbelangt und was die jeweiligen Übungen, die man vielleicht dazu braucht. Gehörbildungsübungen, Rhythmikübungen,
Es gibt alles in Notenschrift und Tabulatur, also keine Angst, man muss nicht Noten lesen kennen für den Kurs. Man kann sich alles wunderbar anhand des Materials erarbeiten. Und natürlich machen wir das zusammen mit euch. Ja. Keine Angst vor dem Material. Und es heißt ja auch nicht, dass man zu dem Wochenende zum Beispiel, weil das war eine Frage der Teilnehmer, dass man zu dem Wochenende ja schon alles können muss oder auch alles können muss, nachdem das Wochenende vorbei ist. Ja? Es reicht, wenn man einen Teil gemacht hat und den Rest als Anregung bekommt und sich das aufteilt und dann später durcharbeitet. Oder man sagt auch, okay, ich nehme jetzt mal das mit, was ich jetzt gerade gut brauchen kann. Ja, das bringt mich weiter. Manchmal sind es 2, 3 Ideen, die ich mitnehme und sage, Mensch, das bringt mich jetzt wirklich weiter. Die anderen Sachen lasse ich erstmal liegen und beschäftige mich oft mit dem und konzentriere mich darauf. Und das ist oft eine gute Sache für Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren sind. Da kann man sagen, pass auf, du beschäftigst dich mal mit 2, 3 Dingen und die sind wichtig und dann kannst du mitspielen mit der Band. Jemand, der schon erfahrener ist, der kann sich vielleicht mit anderen Sachen beschäftigen, die darüber hinausgehen. Noch dazu haben wir live eingespielte Jam-Tracks von unserer Profi-Band. Ja. Genau, da haben wir auch wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Kann man tatsächlich in dem Fall sagen. Kann man in dem Fall tatsächlich sagen. Und haben tolle Musiker einladen können, die internationalen Namen haben auch, handgemachte, richtige, gute, schöne Playbacks einzuspielen. Ja, und das macht einfach wirklich Laune. Es ist nochmal ein ganz anderes Level wie irgend so ein programmierter Jam-Track, sondern es ist wirklich ein lebendiger Track, der einfach Spaß macht. Also ich spiele selber immer wieder zu Hause zu den Jam-Tracks, weil es wirklich toll ist. Ja, ich auch. Tolle. Also wir hoffen, ihr habt Lust. Es gibt noch ein paar Plätze und würden uns über alle Teilnehmer freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne Kommentare, ruft an. Wir freuen uns, euch alle zu sehen. Genau, ansonsten www.supergen.de reinschauen. Kursinformationen sind dort auch nochmal ganz genau aufgelistet. Auch die Inhalte nochmal ganz genau. Prima. Genau. Und wenn ihr ein bisschen Unterhaltung wollt, im Sinne von, was kann man alles mit der Gitarre einstellen, empfehlen wir Supergen TV auf YouTube. Genau. Da unterhalten wir uns mit Kollegen, Freunden, Spezialisten, Fachleute über Gitarren und alles, was zur Gitarre dazugehört. Schaut rein, Supergen TV. Klasse. Also, bis dann. Servus. Ciao.